Der Syrienkrieg ist ein Pipeline-Krieg. Er begann im Jahr 2000, als Katar erklärte, es werde für 10 Milliarden Dollar eine 1500 Kilometer lange Erdgaspipeline durch Saudi-Arabien, Jordanien und Syrien bis in die Türkei bauen. Auf einer lokalen Ebene haben wir also Saudi-Arabien, Katar und die Türkei, die Assad stürzen wollen, weil sie Pipelines durch Syrien bauen wollen und Assad eben dagegen ist. Er möchte lieber mit dem Iran zusammenarbeiten, der dasselbe Erdgasfeld wie Katar angestochen hat, um eine Pipeline vom Iran durch den Irak, durch Syrien in Richtung Europa zu legen. Auf geopolitischer Ebene kommen nun die USA und Russland dazu. Putin hat in Syrien seinen einzigen Militärstützpunkt am Mittelmeer. Dieser ist strategisch wertvoll und den USA natürlich ein Dorn im Auge. Damit hat man den Konflikt eigentlich schon verstanden. Damit das Ganze allerdings nicht so dünn ist, folgen jetzt hier einige Belege für die eben getroffenen Aussagen. Dass die USA schon länger Ambitionen in Syrien hegen, belegt ein Zitat aus dem Jahr 2006, durch das klar wird, dass die US-Botschaft 5 Millionen Dollar für die Finanzierung von Dissidenten in Syrien ausgegeben hatte, um die religiösen Spannungen in Syrien anzuheizen und Assad so zu destabilisieren. Schon 2009 kündigte der Scheich von Katar an: Wir sind sehr daran interessiert, über eine Erdgaspipeline von Katar bis in die Türkei zu verfügen. Die EU ist stark von russischem Erdgas abhängig. Erdogan sagte dazu, eine Erdgaspipeline zwischen Katar und der Türkei würde einen Beitrag dazu leisten, dieses Problem ein für alle Mal zu lösen. Assad weigerte sich 2009, eine Pipeline von Katar in die Türkei zu bauen und begründete seine Ablehnung damit, die Interessen seines russischen Verbündeten zu schützen, der wichtigste Versorger Europas mit Erdgas ist. Da sich die Alpha-Medien dem völkerrechtlichen Aspekt des Konfliktes nur in sehr unbefriedigender Weise widmen, folgt nun ein ca. 3-minütiger Clip eines Vortrages von Herrn Professor Dr. Ganser aus der Schweiz, dem auch die eben gesehenen Slides entnommen sind. Aber dann sagen die Leute, ja, aber ja, du bist ein Putin-Versteher. Sag ich, ja, aber ist es gut, die Leute zu verstehen? Dann sagen sie, ja, aber Russland bombardiert doch Syrien. Das ist doch auch ein Kriegsverbrecher, der Putin. Dann sage ich, Moment, Putin bombardiert seit 2015. Seit wann bombardieren die Amerikaner? Dann sagen die Leute, ja, das ist so ein Detail. Also ich kann mich merken, wer wann wo überall bombardiert. Ich sehe einfach, Putin bombardiert und das ist schlecht. Dann habe ich gesagt, ja, aber die Amerikaner bombardieren seit 2014. Die Amerikaner haben zuerst angefangen mit dem Bombardieren. Und dann hat Assad Putin angerufen und gesagt, ich mache es hier nicht mehr lange. Kannst du mir mal helfen? Und dann hat Putin sich gesagt, diesen Militärstützpunkt will ich nicht verlieren. Und dann sind die Russen aufgesucht der gewählten syrischen Regierung nach Syrien. Das ist völkerrechtlich legitim. Das ist legitim. Man kann darüber streiten, wenn dann Krankenhäuser bombardiert werden, ist das wieder illegal. Okay? Aber diese Dinge auseinanderzuhalten, wäre mal Aufgabe von unseren Medien. Das können die nicht. Wollen die nicht. Die könnten es, ja, sie könnten es. Hier ein Beispiel aus dem geschätzten Schweizer Fernsehen. Rundschau macht ein Interview mit dem Präsidenten Assad und fängt im Gespräch schon mit dem Vorwurf an, Assad, Sie sind der Böse. Schweizer Journalist sagt, sehen Sie es als Lüge, dass die Welt Sie als Kriegsverbrecher sieht. So fängt der Schweizer Journalist an, nachdem die Syrer gesagt haben, okay, Sie dürfen bei uns ein Interview machen. So viel zum guten Benehmen. Zuerst wird man mal diffamiert. Er sagt dann, als Präsident verteidige ich mein Land gegen Terroristen, die als Stellvertreter für andere Länder in Syrien einmarschiert sind. Das ist die richtige militärtaktische und historische Analyse. Als Kriegsverbrecher, dann nimmt er den Ball gleich auf. So, wenn wir schon über Kriegsverbrecher sprechen, sollten angeklagt werden. Erstens, George Bush, er ist im Irak einmarschiert, ohne Mandat des UNO-Sicherheitsrates. Das haben Sie ganz selten, dass überhaupt irgendjemand an die UNO erinnert, der UNO-Frame. Er macht das hier. Zweitens, Cameron und Sarkozy, das ist der britische Premierminister und der französische Präsident, die ohne Mandat des Sicherheitsrates 2011 in Libyen einmarschiert sind und das Land zerstört haben. Stimmt, der Angriff auf Libyen war illegal. Aber die Franzosen sind völlig davon überzeugt, dass es natürlich richtig ist, wenn ihr Sarkozy das barbarische Libyen bombardiert. Das ist einfach diese Arroganz. Das ist nur Arroganz. Muss man sich fragen, was wäre gewesen, wenn 2011 Gaddafi Frankreich bombardiert hätte? Da wäre recht was los gewesen.